Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es um den heutigen Item Shop und um alle geleakten Skins, Backblings und so weiter. Also alles, was mit dem Update geleakt wurde für die Season 5 oder von der Season 5. Ihr seht schon hier, letzter Lacherpaket. Endlich ist es offiziell rausgekommen. Wahres Genie zeigt sich auf verschiedenste Weisen. Oftmals aber geht es mit dem Wahnsinn einher. Gebt euch mit dem Joker, Poison Ivy und Midas Rex noch heute dem Chaos hin. Also endlich ist es offiziell im Item Shop draußen. Und wenn wir auf Ansehen klicken, dann werden wir zum Item Shop geschleudert, wenn es mal laden würde. Wir haben hier einmal die nächsten Weihnachtsskins. Wir haben einmal Zuckerfee mit dem Backbling Flatterfrost, Grimby oder Grimby mit dem Backbling strahlende Laterne, die reaktiv ist. Danach haben wir Keltheimbruch und Last Forever mit Rolli. Danach haben wir Kunia mit dem Backbling Zwillingskamas, Kenji mit dem Backbling Katana und Kunai, der Hängegleiter Falke, eines der besten Gleiter überhaupt. Danach haben wir Klauen. Ich glaube, dazu gab es ja auch ein Remake in den letzten Wochen. Dann haben wir Schnellschlag und ja, das war's mit diesem Set. Danach haben wir Schmetterinchen, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Lama-Zerstörer, Wüstendominiererin, Holoscan, auch eine sehr nice Lackierung, Spektralhacke, oberpeinlich und Schere, Stein, Papier. Und ansonsten haben wir noch das Kratos-Paket und die ganzen anderen Weihnachtsangebote, sag ich mal. Wir haben ja immer noch Mistel-Elfen, Zuckerstange und das Frost-Ausrüstungspaket. Immer noch im Itemshop, genauso wie die 25 Battle Pass Level und das Fortnite Crew Paket. Jetzt springen wir aber zu den Styles und so weiter rüber. Fangen wir erstmal mit den Styles und mit dem neuen Fortnite Crew Paket. Ihr wisst ja, mit der neuen Season gibt es jetzt ein neues Crew Paket, was aber nicht mit Paysafe und mit anderen Methoden funktioniert. Es geht nur mit anderen Sachen, damit euch halt, wie gesagt, das Geld jeden Monat vom Konto abgebucht wird. Auf jeden Fall geht das nicht mit Paysafe, aber der Nussknacker, also ein Weihnachtsskin und der Codename Elfskin haben mit der neuen Season einen neuen Style bekommen. Das könnte bedeuten, dass die zwei Skins halt in den nächsten Tagen zurückkommen werden. Das ist aber nicht bestätigt. Ansonsten haben wir, wie gesagt, das Crew-Paket hier. Galaxie, ein sehr, sehr nicer Skin. Danach haben wir auch einen zweiten Stil von ihr. Erinnert mich sehr, sehr stark an Hela, also irgendwas, ein Todcharakter aus Thor. Die hat ja bei Thor Ragnarök eine große Rolle gespielt. Danach haben wir einen EU-Trooper beziehungsweise einen Imagined Order-Trooper. Dieser Charakter oder dieser Wächter, sag ich mal, dieser Handlanger, wie auch immer, wird sehr, sehr, sehr relevant sein in der Story oder allgemein in der Geschichte von Fortnite, denn diese Charaktere sind oftmals bei Imagined Order unterwegs. Als nächstes haben wir hier einen Charakter aus Rette die Welt. Der ist als NPC oder allgemein als Charakter unterwegs. Er hat zwei Spawnpunkte, das habe ich aber in eines der letzten Videos gezeigt, wo ich nochmal alle Standorte der NPCs gezeigt habe, damit ihr eure Sammlung vervollständigen könnt. Dann haben wir einen Snowmando Skin. Dieser Charakter hat keine Item Shop Section oder allgemein Item Shop Position. Deswegen gehen viele davon aus, dass wir diesen Skin kostenlos freischalten können. Genauso wie letztes Jahr im Winterfest, sag ich mal. Ansonsten erinnert er mich sehr stark an Olaf aus Frozen, diesem Kinderfilm oder allgemein aus diesem Animationsfilm. Danach haben wir hier einen unfertigen Skin. Könnte ein neuer Skin sein, an dem sie arbeiten, der, sag ich mal, dem Zero-Point-Skin ähnelt aus Kapitel 2 Season 1. Ansonsten können wir bis jetzt noch nichts dazu sagen. Wir, denke ich mal, erst mit den nächsten Seasons ein Aussehen bekommen. Danach bekommen wir hier eine neue Variante von Fischstick oder allgemein von einen neuen Skin von Fischstick. Und der wird, denke ich mal, auch in den Itemshop kommen oder auch kostenlos verfügbar sein bei dem diesjährigen Winterfest. Ansonsten war das ja auch vor kurzem oder vor ein paar Monaten oder in der allgemeinen in der letzten Season ein Leak. Danach haben wir ein Remake, nichts Besonderes, erinnert mich sehr stark an das Starterpaket von dieser Season, weil das Starterpaket hat ja auch so ein ähnliches Design und wird erst in den nächsten Wochen online kommen. Ansonsten kann man zu dem Skin noch nichts sagen, ist halt wie gesagt ein Remake und kann man nicht meckern.
Dann bekommt der Renegade Raider einen neuen Skin oder eine neue Variante. Die hat ja in Season 3 eine Feuervariante bekommen und jetzt bekommt er eine Lebkuchenvariante. Dieser Skin wurde aber von Hypixel schon damals, was für damals, schon in der letzten Season geleakt, also in Season 4. Danach kommen wir zu den Backblings und zwar bekommt dieser Snowmando-Skin anscheinend, dieser kostenlose Skin, ein Backbling, ein Schneemann. Also hier kann man auch, sich nicht beschweren. Dann bekommt auch natürlich der Lebkuchen Renegade Raider ein Backbling. Ist nichts Besonderes, auch nur ein Remake von einem alten Backbling. Danach bekommt Fischstäbchen oder allgemein Fischstick ein weiteres Backbling. Der wird, denke ich mal, in den Shop kommen oder halt kostenlos sein. Bin mal gespannt, was sie da planen. Ansonsten kommen wir zu den Spitzhacken und zwar bekommt das Crew-Paket oder allgemein Galaxia auch eine Spitzhacke. Auch nur ein Remake von der Lama-Spitzhacke vom Farbenbomber. Danach diese Spitzhacke, ich weiß nicht, wem diese Spitzhacke gehört, aber auf jeden Fall sehr, sehr creepy. Man sieht so Hand, man sieht die Hand so, wie die so eine Kugel hält, sage ich mal, wo es dann schneit. Aber die wird, denke ich mal, zu dem Remake-Skin gehören, mit der so ähnelt, sag ich mal, zu dem Diamanten-Starter-Paket in dieser Season. Dann bekommt auch der Lebkuchen Renegade Raider eine Spitzhacke, auch nichts Besonderes, ein Hammer halt, sieht aus wie ein Lebkuchen. Danach, ich weiß nicht, ob diese Spitzhacke im Battle Pass schon verfügbar ist, aber ansonsten hier haben wir eine grüne Spitzhacke mit zwei Stilen, einmal doppelhändig als auch in einer einhändigen Variante. Hier habe ich einen dummen Screenshot gemacht, aber nichtsdestotrotz sieht halt sehr, sehr ähnlich aus wie eine normale Standard-Spitzhacke. Also so wie die Spitzhacke, also so die Vollspitzhacke, sag ich mal, aus Kapitel 2 als auch Kapitel 1. Danach bekommt auch das Normando-Skin, glaube ich, diese Spitzhacke, da bin ich mir aber noch nicht so sicher. Kann man nicht sagen. Ansonsten eine coole Lackierung, auch wenn es nur grün ist. Dann dieser Gleiter wird, denke ich mal, bei den diesjährigen Winterfest-Geschenken oder Belohnungen verfügbar sein. Wir haben ja letztes Jahr auch viele Remakes vom normalen Default-Gleiter bekommen. Und der wird, denke ich mal, auch kostenlos sein, wie gesagt, beim diesjährigen Winterfest. Dann gibt es noch ein geleaktes Emote. Wo halt ein Charakter ein Buch hält, wo es dann im Hintergrund schneit und wo dann die, sage ich mal, singen. Und das ist, glaube ich, sogar fortbewegend, weiß ich nicht. Da unten ist auf jeden Fall ein Plus zu sehen. Ansonsten ist diese Lackierung, glaube ich, nicht im Battle Pass. Wenn ich mich vertue, tut es mir leid. Und ja, auch wenn die Lackierung nicht im Battle Pass ist oder in den nächsten Tagen in den Shop kommt, sehr, sehr nice Lackierung und sehr abgespaced. Ansonsten wisst ihr auch, dass Master Chief aus Halo in den nächsten Wochen oder sogar in den nächsten paar Monaten, vielleicht sogar erst spätestens im Januar oder Februar in den Itemshop kommen wird. Fortnite dreht ja richtig durch mit dem Marvel-Multiversum, wollte ich gerade sagen. Allgemein mit dem Multiversum. Abonnieren nicht vergessen, um die nächsten Videos nicht mehr zu verpassen. Bleibt gesund, haut rein und ciao.